Leonhard F. Seidel ist unterwegs zu einer Lesung. Für einen Schriftsteller nichts Ungewöhnliches, doch diese Reise ist auch für ihn eine besondere. Ja, wir fahren nach Isen, in den Ort, wo ich aufgewachsen bin, aber auch nach Dorfen. In dem Ort hat sich der reale Fall, auf den mein neuer Roman beruht, zugetragen vor knapp 30 Jahren. Seit seiner Jugend setzt sich der in Franken lebende Oberbayer mit dem Thema Rechtsextremismus auseinander. Im Privatleben, in seiner, wie er es nennt, Lohnarbeit und auch als Schriftsteller. So auch in seinem aktuellen Roman Fronten. In meinem Roman läuft ein Waffensammler aus Bosnien amok. Ein Reichsbürger sinnt auf Rache und eine kurdische Ärztin gerät zwischen die Fronten. Der Roman beruht auf einer wahren Begebenheit, die sich im Dorfen, einem Kleinstädtchen in der Nähe von Leos Heimatort Isen, ereignet hat. 1988 hat ein psychisch kranker Waffensammler aus Jugoslawien drei Polizisten erschossen, nachdem sie ihm die Waffen abgenommen haben. 7 Waffen und über 2000 Schuss Munition. Daraufhin, einen Monat später, hat ein junger Mann, der aus Isen stammte, auch eine Sparkasse überfallen und wollte 3 türkischstämmige Geiseln als Rache oder Jugoslawen oder irgendwelche Ausländer. Der hat sich selbst als Nazi bezeichnet und war damals bei der NPD.